Herzlich willkommen zurück bei Eumelie LP und einem neuen Part von Sims 2. In der letzten Folge habe ich den Lukas erstellt, hier unseren netten, hoffentlich Traumtyp für Sonja, und haben ihn hier in Veronaville einziehen lassen. Und jetzt wollen wir doch mal gucken, was wir so mit dem machen können. Er möchte einen Fähigkeitenpunkt haben. Ich würde sagen, dann lern doch direkt mal kochen. Und ja, und dann schauen wir mal weiter, dass wir dann hier mal vorwärts kommen. Häuschen ist soweit das Wichtigste, denke ich, erstmal eingerichtet. Ja, und dann müsste das doch klappen. Er hat auch Familienlaufbahn bekommen, ist auch vom Charakter her ungefähr ähnlich wie Sonja selber. Also die müssten sich ganz gut verstehen, die zwei, denke ich jetzt mal. So, dann gucken wir mal, wie das hier draußen so aussieht. Oh, schöner Baum und ein Busch, Gebüsch, ein schöner Weg. Also, ich finde das hier ganz angenehm, doch. Und wenn man mal bedenkt, das ist ein, also von der Wohnfläche her würde ich fast sagen, das Häuschen ist größer, wohnflächenmäßig, als bei Sonja. War aber günstiger, also finde ich das mal gar nicht so verkehrt. Da kommt der Postbote. Aha, und schon haben wir den ersten Kochpunkt. Na, supi. Das hat doch geklappt. So stelle ich mir das vor. Darfst du auch erstmal aufhören. Damit haben wir den Wunsch erfüllt. Er will noch einen Punkt. Oh, einen Sauberkeitspunkt will er jetzt haben. Was ist? Wie, was? Was willst du denn von mir? Hä? Geh mal hier hin. Was, wo ist das Problem? Ich verstehe das jetzt gerade nicht, Leute. Kann mir mal einer helfen? Ja. Ein Moment. Hat er nicht sowieso Hunger? Ach, er kriegt wahrscheinlich eh gleich Besuch von seinen Freunden. Zukünftigen. Vielleicht haben wir ja Glück und Sonja ist mit dabei. Ach, lest doch einfach mal Zeitung. In der Zeit, wo du da draußen bist, gucke ich wahrscheinlich, ich kenne das ja, ich habe die Angewohnheit, gerne mal Sachen falsch rumzustellen. Mhm. Nö, es steht richtig rum. Also, warum er da jetzt nicht wollte, weiß ich nicht. Ach, stellen wir es halt dahin vielleicht. Hm. Steht doch aber richtig rum. Oder bin ich jetzt blöd irgendwie? Nö. Das ist schon richtig so. Mit dem Bücherrücken. Ja. Weiß der Geier, warum er eben da nicht wollte. Hm? Keine Ahnung. Und darf ein bisschen Zeitung lesen. Macht wahrscheinlich nicht so viel Spaß, aber ist ja egal. Ist das nicht unser Patrizio? Ja, dich kennen wir schon vom Vorbeilaufen bei Sonja, aber dich wollen wir jetzt nicht unbedingt begrüßen. Ach, eben fällt mir ein, was wir noch brauchen. Ein Mülleimer wird gebraucht. Moment, den müssen wir noch holen. Das geht nicht ohne Mülleimer. Ach komm, holen wir mal den schönen runden da. Hm? Der sieht so genial aus. Willst du dich mal so hinstellen? Danke. Mülleimer ist schon wichtig. Und hier hat man noch Platz für Sachen. Also, wenn ich überlege, das bisschen Wohnzimmer, was Sonja hat, ist ja schon dermaßen vollgestopft. Also, das ist hier viel besser alles verbaut. Da kann sie sich auch wirklich mit einer kleinen Familie dann ganz wohl fühlen, denke ich mal. Also machen wir es auf jeden Fall so, dass Sonja zu ihm ziehen wird. Ach, ich denke mir das schon ganz witzig. Irgendwann kriegt er natürlich dann auch noch einen schönen Fußboden und alles verlegt. Ich meine, das ist jetzt alles nur, naja, nicht gerade vom Feinsten. Aber wie gesagt, das kommt alles nach und nach. Der kriegt ja auch noch einen Job und dann gucken wir mal. Apropos Job. Ja,
Kommen die Leute da auch mal oder wann kommen die da noch mal? Wenn ich das ja jetzt schon wüsste. Was haben wir denn für Jobs? Komm, dann such schon mal. Vielleicht können wir ihm direkt eingeben. Ich dachte, wäre vielleicht gut, wenn er ein bisschen sportlich wäre. Weil er ist ja athletisch gebaut und so, ne? Um irgendwas in der Richtung zu verpassen. Ach, guck. Da ist es schon direkt. 154 pro Tag. Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag, Sonntag. Okay, momentan müsste er abends arbeiten. Aber das ist ja, denke ich mal, noch. Okay, wir gucken mal weiter, was es sonst noch gibt. Verbrecher. Nee, also einen Verbrecher kriegen wir auf jeden Fall nicht in die Familie. Das können wir schon mal abhaken. Mediziner. Ja gut, da verdient er natürlich genialst, ne? Von 8 bis 14 Uhr, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Sonntag. Er würde super verdienen. Und er hat ja jetzt schon den Wunsch, Sauberkeit zu lernen. Es würde auch passen. Weil wer Medizin macht, der muss viel sauber machen. Man könnte später ja immer noch mal wechseln. Ja komm, wir nehmen so einen Mediziner, das hört sich gut an. Die nehmen wir jetzt. Juhu. Und damit haben wir schon wieder einen Wunsch erfüllt. Und jetzt will er sich verlieben. Das locken wir direkt. Perfekt. So, räum doch mal bitte das Buch weg. Zum Saubermachen hast du noch nichts, Junge. Noch keiner da. Na komm. Kann man Mittagessen servieren, Sandwiches. Das machen wir jetzt mal. Ich hoffe, dass auch wirklich bald ein paar Nachbarn auftauchen. Und wenn wir Glück haben, ist ja vielleicht Sonja dabei. Das wäre echt prima. Dann hätten wir nämlich schon den ersten Anlaufpunkt bei ihr. Aha, da kommen sie. Wer kommt? Och, Titania und Regina und Kasimir natürlich. Okay, halt. Komm mal her. Alle grüßen. Du kannst dann mit den Leuten zusammen was essen. War Regina bei uns auch mit dabei? Ist das immer so das Nachbarschaftskommando hier? Könnte sein. Aha, ja. Und damit hier nichts schief geht, tust du mal ein bisschen Witze erzählen mit Kasimir. Nicht, dass du dich da in eine andere verguckst. Du bist schon reserviert, auch wenn du es noch nicht weißt. Ja. Und da Sonja und Kasimir befreundet sind, könnte das natürlich ganz gut klappen, wenn wir ihn auch ein bisschen näher kennenlernen. Dann lernt er vielleicht über ihn Sonja kennen oder in der Stadt mal. Müssen wir gucken. Ach nö. Wie? Ihr redet über das Essen und er mag nicht, oder wie? Hallo. Nee. Erzähl ihm noch einen Witz, komm. Und dann, ach komm, kannst du mit der auch mal ein bisschen plaudern. Ach, und dann, dann nimmst du den Teller. Er hat ja auch Hunger. Ey, Regina, ärger doch die arme Titania nicht. Das ist nicht nett. Was die da immer machen hier. Also ehrlich. Was habt ihr denn immer alle? Also ehrlich. Manchmal machen mich die Sims echt verrückt. Na also, man kann sich doch beim Essen unterhalten. Super Idee. Aber sehen wir mal. Zwei Folgen und schon haben wir hier einen neuen Herrn in der Stadt. Und das sollte doch dann alles gut klappen. Ich glaube, wir halten uns dann auch einigermaßen an Titania. Aber der Regina weiß ich jetzt gar nicht, ob Sonja die kennt oder nicht. Oder wie gut. Ich denke mal, Titania kennt sie auf jeden Fall gut. Kasimir auch.
Hat man da schon mal ein paar gemeinsame Bekannte. Ey, hallo. Was ist denn los mit dir? Nur Minus bei euch. Das gibt's ja wohl nicht. Aufräumen. Genau. Tu das mal. Ach, und damit hier nichts schief geht, kurz mal den Alterscheat benutzt. Wir wollen ja nicht, dass er älter wird als unsere Sonja. Die sollen ja beide gleich jung sein. Dann passt das. So, kannst du mal mitmachen. Brauch ja auch ein bisschen. Und er träumt schon vom Baby. Na, guckt an. Also wenn das kein geeigneter Kandidat ist. Na? Sport gucken. Wie findest du das? Ja, du hast der Regina den Blick verstellt. Erzähl immer noch einen Witz. Ach, die wollte was essen. Macht ja nichts, kann sich auch gleich noch mal mit was zu essen hinsetzen. Na, guter Gastgeber bist du aber jetzt nicht unbedingt, ne? Essen geht vor, anstelle von mal ein bisschen Konversation betreiben. Also ehrlich. Komm, Titania, nimm dir noch das Stück Brot. Kasimir hat deins geklaut. Der ist ja ziemlich verfressen. Das ist jetzt schon sein drittes, wenn ich richtig gezählt habe. Oh, jetzt kriegt Titania gar nichts mehr. Regina hat sich das letzte geschnappt. Du Ärmste. Musst du in den Kühlschrank gucken. Da sind, glaube ich, noch Chips oder Plätzchen oder irgend sowas drin. Ach ja. Wie schaut es denn wunschmäßig aus? Alles okay? Ah, zwei Fähigkeit kochen. Sauberkeit, perfekt. Hey, du bist ja richtig gut. Braucht er denn schon was für die Beförderung? Tatsächlich, er braucht direkt eine Sauberkeit. Aha, okay. Ja, das kriegen wir hin. Wenn hier so viel gefuttert wird und alles. Also so ordentlich habe ich ihn zwar nicht gemacht, aber er ist echt brav am Aufräumen und alles. Und ja. Wahnsinn. Das kann nichts schaden. Also ich persönlich mag ja auch Männer, die mit anpacken können, wenn es um den Haushalt geht. Die sich nicht den ganzen Tag hinsetzen und von vorne bis hinten bedienen lassen. Da passt, das gefällt mir da richtig gut. Das passt dann auch. So, unterhalte sie auch mal und rede mal mit ihr. Ah ja, wir Foodbag spielen, ja. Ja, die scheinen sich auf jeden Fall auch gut zu verstehen. Das finde ich schon mal schön. Das passt dann. So. Und wenn du fertig geredet hast, kannst du hier mal säubern, benutzen, Hände waschen. Immerhin. So, mal gucken, wie sieht es denn jetzt freundschaftstechnisch aus?
Die Titania auf 20, Kasimir auf 19 und die Regina auf 15. Das ist okay. Das kann man erstmal so lassen. Sind sie da irgendwas Sportliches am Gucken? Der Kasimir zappt aber auch durch die Gegend, ehrlich. Der weiß auch nicht so genau, was er gucken will. Naja, egal. So, die Leutchen werden wir auch nicht allzu lange da behalten, damit Lukas auch noch frühzeitig ins Bett kommt und so weiter. Ich denke, das war's dann für heute. Nachbarn kennengelernt und alles. Da mache ich mal einen Break. Und hier geht's dann das nächste Mal auch wieder weiter. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und es hat euch gefallen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.